So, die Hotbar ist wieder ordentlich. So macht man das. Nur tote Jedi sind gute Jedis. Ich muss noch 7 Streitkräfte klatschen und schalte die Kommunikation aus. Da muss ich oben lang laufen. Oh, ich renne unten lang. Ups. Der hat was Blaues für mich. Exquisites Kochgewürz. Mitnehmen bitte. Danke. Der hat was Gelbes für mich. Gitterjacke von Dantooine. Bist du gut? 333 Rüstung. Oh. Oh. Beherrschung 37. Beherrschung 23. Ausdauer 28. Ausdauer 17. Angriffskraft 18. Das ist die Fett. Oh. Oh, du siehst nice aus jetzt. Da ist diese Zentraleinheit.
noch ein Jedi. Ah, stirb. Wow, du hättest ja mehr. Auch noch bei der Ja. Aber der hier hält jetzt nicht mehr. Wo ich so ein Gerät ausschalten muss. Ja. Das war gleich der Boss. Ja. Einmal wegschubsen, so. Ich mache ja auch keinen Schaden bei mir. Hängt aber auch schon Ich hoffe, ich will meine Würgemacht noch mal einsetzen können. Jetzt, das soll ich haben, dann will ich sein Loot haben. Da haben wir die jetzt noch erledigt. Gehen wir jetzt einmal zurück. Falsche Richtung. Da. Und zu den Slums. Muss ich dorthin? Komm, hau ab. Geh, sehr schön. So. Ja, hier unten sind die ganzen Quests. Einmal dort. Jetzt muss ich wieder zum Taxi. Mir wurden hier Haufen Quests angezeigt. Ich muss aber zum Taxi, um die ganze scheiß Heldenmission zu machen. Hä? Leck mich doch am Arsch, ey. Darum stelle ich nur die Quests ein, die ich gerade machen will. Weil mich das andere alles fuchsig macht. Ne, mir wurde ja das Taxi hierhin angezeigt. Dass es hier die ganzen Nebenquests gibt. Jetzt bin ich hier, jetzt zeigt mir das Taxi an, ich muss woanders hinfliegen. Ich gehe jetzt einfach hier hin, was es mir hier dann noch anzeigt. Gut. Ach, das ist eine lila, ne? Okay. Seid gegrüßt. Ich hörte von eurer Ankunft auf Nar Shaddaa und hatte gehofft, dass ihr auch diesen Sektor besuchen würdet. Ich bin Mardel Feld vom Imperialen Geheimdienst und ich soll hier einen Aufstand niederschlagen. Ich habe bereits den ein oder anderen Krieg beendet. Oder auch angezettelt. Wir befinden uns im sogenannten Duros-Sektor. Aber es leben nicht nur Duros hier. Fremdartige Flüchtlinge aus der ganzen Galaxis haben sich hierher gerettet. Und zwar vor uns. Jetzt hat sich ein Anführer herauskristallisiert, der die verschiedenen Spezies vereinigt. Sie nennen ihn die Flamme. Und wir haben ihn schon zweimal getötet. Jedes Mal taucht er wieder auf. Die Einwohner behaupten, er sei unsterblich. Aller guten Dinge sind drei, was? Nur der Imperator selbst kann von sich behaupten, wirklich unsterblich zu sein. Aber ihr sollt die Flamme gar nicht töten. Noch nicht. Unser einziger Geheimagent in seiner Bande ist neulich aufgeflogen und wurde ermordet. Die Flamme hat darauf bestanden, die Leiche auf dem Rana Marsplatz öffentlich auszustellen, um uns zu verhöhnen. Wenn er öffentlich zur Schau gestellt wird, sollte das nicht weiter schwierig sein.
Nein, es ist eine Falle. Und sie haben einen Köder gefunden, der für uns unverzichtbar ist. Alles, was unser Agent herausfinden konnte, seine gesamten Aufzeichnungen, haben sie gut sichtbar an seine Leiche geheftet. Aber jedes einzelne Team, das ich aussandte, wurde in Stücke gerissen. Vielleicht bringt nur ihr es fertig, in die Falle zu tappen und mit heiler Haut davonzukommen. Sollen Sie mich ruhig angreifen. Die Fremdlinge hatten es noch nie mit einem Sith zu tun. Genau das habe ich mir auch gedacht. Wir brauchen die Aufzeichnungen unbedingt. Admiral Jeffend Orange wird heute eintreffen, um das Problem mit den Hutten zu besprechen. Sobald ihr die Aufzeichnungen habt, benutzt ihr dies hier, um die Leiche zu verbrennen. Wir können nicht zulassen, dass sie einen unserer Leute derart zur Schau stellen. Ja. Mann. Kriegen die überhaupt noch was auf die Reihe? Was meinst du? Ich soll nicht. Irgendwie ist ein Agent, imperialer Agent, bei den Feinden aufgeflogen. Der wurde halt hingerichtet, zur Schau gestellt, bla bla bla. Missionsdepot, da hab ich was hier. Abgeschlossen. Wieder eine Quest abgeschlossen. Hä, ich hab doch auch kein Gespräch! Blöde Kuh. Die ist halt immer noch hier bei mir drin, als ob ich mit der reden würde. Jetzt kann ich nicht in dieses eine Terminal gucken. Mann, ey. Sei, die kriegen ja nix auf der Reihe. Muss ich dem Weg folgen? Nee, ich muss da lang. So, ich müsste mal meinen anderen Zwillingsgefährten wieder wegschicken, dass die was machen. Ist gleich erledigt. Ich werde mich ganz nach ihren Spezifikationen richten. Oh, hier kann man was kaufen. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ich habe eine Hose gekriegt. Die ist besser als meine. Dann zieh mal die doch an. Hier muss ich selber nachgucken. Blaue werde ich. Nee, das Grüne nehme ich raus. Das hier und dafür kommt das Blaue hier rein. Und den anderen Schmarri kann ich verkaufen. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Anti-imperialer Brandstifter. Alles klar. Was ist denn der Dulli?
Ach, da hängt er. Hallo, einmal interagieren bitte. Hm? Konntest du mit der Leiche interagieren? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Oder wovon du redest. Na, ich muss doch hier Daten zurückholen und die Leiche verbrennen. Ich kann mit der nicht interagieren, obwohl mir das da angezeigt wird. Ach, benutze den Brenner. Ach, die habe ich noch gar nicht gemacht. So, na kommt her, ihr Angreifer. Boah, Feigling macht sich wieder unsichtbar. Waschloch. Wer macht sich unsichtbar? Zeig dich, du Hund. Ja, da guckst du, da bist du tot. Gehört zu Agenten Muddle Fight zurück. Gibt's hier sonst noch was zu machen? Nö. Aufgabe ist erfüllt. Ich muss mich selbst übertroffen haben. Ich denke, dass sie sehr zufrieden sein werden. Immer mittendrin seid ihr fertig mit euren Aufgaben. Wird gemacht. Überlassen Sie alles mir. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Einmal hier lang. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ja. Hier rein muss ich, glaube. Die Falle ist entschärft. Hier habt ihr die Aufzeichnung. Lasst mal sehen. Diese verfluchten Rebellen! Die Flamme plant einen Überfall auf Admiral Jeff and Orange. Das darf er nicht erfahren. Ich sollte doch... Was genau soll ich nicht erfahren? Admiral Jeff and... Sir, ich bitte um Verzeihung. Das hier ist... Ich weiß, wer ihr seid. Wir fühlen uns geehrt, dass jemand von eurem Format uns hier auf Nar Shaddaa unterstützt. Seid ihr eher als Agentin Muddle bereit, mir zu verraten, welcher Drohung wir gegenüberstehen? Steckt die Flamme dahinter? Könnt ihr euch vorstellen, was er gegen euch persönlich haben könnte? Die Flamme weiß bestimmt, dass ich mit den Hutten kommuniziert habe. Ich bin hier, um ihnen zu sagen, dass das Imperium Geschäfte im Wert von Milliarden Credits aus Nar Shaddaa abziehen wird, wenn sie den Aufstand nicht unterdrücken können. Euch zu töten wäre ein wahrer Triumph für die Flamme. Er soll lernen, wie töricht es ist, das Imperium anzugreifen. Ich lade euch ein, dabei zu sein, wenn ich mich mit den Hutten treffe. Eure Taten haben das Kartell schwer beeindruckt. Außerdem wird das eure Handelsposition stärken, wenn sie an die Macht der Sith erinnert werden. Das sehe ich auch so. Wenn ihr Interesse habt, würde ich vorschlagen, dass ihr zuerst alle Rebellen, die möglicherweise auf der Lauer liegen, findet und unschädlich macht. Ich gehe bald zu meinem Treffen und hoffe, euch dort zu sehen.
So wie ich Admiral Jeffen kenne, würde ich euch raten, jetzt zu gehen. Er erwartet sicher, dass der Weg zum Treffpunkt frei ist, bevor er aufbricht. Mann. Oh, jetzt muss ich mir wieder eine Belohnung aussuchen. Das ist alles Kindergartenkack, was ich mir aussuchen kann. Jetzt muss ich dahin, das ist die Flamme. Da. Sender. Nichts leichter als das hier. Es sitzen ja nur Milliarden von Gegnern rum. Schon wieder so ein komisches Ding gekriegt. Perfekte Arbeit, wie immer. Dann bist du jetzt dran, das da. Sofort. Du machst das. Überlassen Sie alles mir. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Okay, die Dullis muss ich töten. Sag mir das doch einer. VRBLTHER-Hüter. Gesundheit. Wirbel-Hüterboss. Okay. Ungefähr so hieß der. Okay. Jetzt die Ehenaufgabe eigentlich erledigt? Ja. Oh, hier liegen Leichen. Das ist nicht euer Kampf. Ihr wart keiner der Sith, die auf meine Welt kamen, um sie zu zerstören. Der Admiral hat den Überfall geleitet. Und der Admiral wird dafür sterben.
Ihr seid also der Mann, der glaubt, er könne das Imperium besiegen. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Nur, dass ich es muss. Ich bin Gendai. Mein Volk hatte eurem Imperium nichts getan, als es überfallen wurde. Sie haben unsere Welt zerstört, unsere Kinder abgeschlachtet oder als Sklaven verkauft. Tatsächlich wurde jede hier vertretene Spezies grundlos von eurem Imperium angegriffen. Er ist ein Terrorist! Er hat eine Armee gegen das Imperium aufgestellt. Vernichtet ihn! Wer sich gegen das Imperium stellt, hat kein Recht zu leben. Ihr habt bereits erfahren, dass ich nicht so leicht sterbe. Ihr habt vergessen, dass ich auf eurer Welt war. Ich kenne das Geheimnis eures Volkes. Gendai haben kein Herz und kein Gehirn, das versagen könnte. Man kann sie nur töten, indem man ihren Körper zerstückelt und verstreut. Aber wir haben doch schon milliardenfach bewiesen, dass ihr nicht unsterblich seid. Stimmt's, Gendai? Wie viele von euch konnten damals davonkriechen? 2? Oder gar 10? Tötet ihn! Tötet sie alle! Es war mir ein Glück und eine Ehre, dass ihr hier wart. Ich rufe Agentin Madel an und erzähle ihr, was passiert ist. Den vollen Bericht solltet ihr dann liefern. Meine Leute und ich bleiben hier, um sicherzustellen, dass die Leiche des Gendai vernichtet wird. Ohne ihn dürfte der Aufstand der Fremdlinge sich schnell erledigt haben. Agentin Madel wird sich dann schon um den letzten Widerstand kümmern. Habt Dank für eure Dienste. Ich hab's mit Mühe und Not. Ja, wow. Kriegt nicht mal irgendeine Belohnung. Was ein Arschloch, ey.